So, jetzt haben wir ja Forschendes. Und zwar habe ich gerade ein paar Klötzchen hier geschnitten. Ich muss gerade ein bisschen entgraden, weil ich mit Seitenschneiden abgeschnitten habe. Und zwar, das Licht würde ja jetzt hier oben rausleuchten. Da habe ich überlegt, ich mache einfach hier so Endplatten hin, wo so gut wie nichts mehr durchkommt. Oh, das war scheiße. Weil es erstmal aufheizen muss. Machen wir so Endplättchen hier hin. Müssen wir nachher nicht hundertprozentig dicht sein, weil das wird nie exakt plan anliegen. Da müssen wir den Spiegel ja tausendprozentig ausrichten. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal stark minimiert. Dann tun wir oben in die Ecken noch ein bisschen Heißkleber rein. Da wird das auf jeden Fall schon mal unterdrückt. Hier unten guckt das Kabel auch seitlich raus. Ganz dicht werden wir es nicht kriegen, lichtmäßig. Aber schon mal stark minimiert. So, dann rühre ich die Plättchen nochmal gerade hier mal ein bisschen. Und zwar diese Winkel hier, die hatte ich ja übrig bei dem Badezimmerfenster hier, wo ich mir die Winkelkonstruktion drumherum gebaut habe. Daher kommen die. Habe ich gedacht, die kann man doch hierfür perfekt nehmen. Die waren halt eben nur halt eben, die waren 40 tief, hier braucht es 30. Da habe ich die gerade mit dem Seitenschneider mal ein bisschen gekürzt. So. So. Dann machen wir jetzt hier oben auch Heißkleber rein in die Ecke. So. Ziehen. Selbst mal auf der anderen Seite, wir mal gucken mit dem Kabel. Wir können das hier oben ein bisschen ausklinken. Ich hoffe, das bricht jetzt gleich nicht beim Schneiden. Sehr gut aus. So, Heißkleber dran. So, und dagegen. Jetzt kleben wir es hier unten noch. So, und jetzt tun wir noch die Drähte. Den blauen Draht habe ich ja gerade schon mal reingehängt von dem Neutralleiter. Jetzt machen wir dann hier noch die Drähte. Verlängern wir auch gerade hier die schwarzen. So, das heißt, dann haben wir das auch. Hängen wir auch mal hier oben alles bei. So, das heißt, auf der Seite ist hier dann. Müssen wir überlegen, der Spiegel kommt so hin. Ja, genau, hier oben kommen die ganzen Kabel alle hin. So, dann gucken wir, das schauen wir erstmal hier alles weg. Mal gucken wir mal, dass wir den an die Wand kriegen. Was wir erst noch machen, genau hier oben, wo ich den äußeren Mantel ein bisschen beschädigt habe, da tun wir gerade ein bisschen Heißkleber drüber. Das ist der innere Mantel in Ordnung, und trotzdem machen wir den äußeren machen noch was drüber. So, haben wir das auch wieder isoliert. So. So, jetzt habe ich hier den sechsten Draht noch hier rausgezogen. Jetzt klappen wir die Klemmen auf, und zwar hier habe ich auf den Einsatzdraht hier, auf die 24 Volt von dem RGBW. Das heißt, da brauchen wir ja gleich für diese Leuchte hier oben. Und den 6er Draht, das ist dann quasi der Dimmkanal, der von unten kommt. So, und jetzt brauchen wir den grün-gelben, den blauen. Hoppla, brauchen wir. Dann ist der braune ist Dauerspannung, und der schwarze ist dann für die Heizung. So, und den grauen brauchen wir dann nicht. So, dann gucken wir, wie wir das jetzt hinkriegen. Jetzt müssten wir erst irgendwie lösen. Ich muss erstmal einen Kantenschutz holen für unten drunter. Weil sonst haben wir wahrscheinlich ein Problem.
dass man das irgendwann runterfällt. So, ich habe ein bisschen Hilfskonstruktion hier gebaut. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so halbwegs, um das jetzt irgendwie hier drauf zu kriegen. Und dass wir den Spiegel kaputt machen, dass wir den Spiegel kaputt machen, das ist mir schon passiert. Jetzt habe ich mir einen Turm hier gebaut, um das irgendwie aufzulegen. Darf man hier wegrutschen? So, ich habe mit dem Schier aus meinem, von den Katzen einen Turm genommen. Allerdings komme ich jetzt hier nur mit allen Kabeln dran. Aber gucken, wo wir dran kommen. Das können wir ja schon mal dran bauen. So, grün-gelb. So, das tun wir mal weg. Blau. Ja. Blau. So, dann die schwarzen. Was haben wir hier? Dauerspannung war der hier. Der kommt auf den braunen. So. Und der andere schwarze kommt auf den schwarzen. Das ist dann die Heizung. Das wird der 230 Volt Teil. So. Das ist natürlich zu kurz. Und das wäre die Lampe, das ist auch zu kurz. Es ist die Frage, wie wir das jetzt gelöst kriegen. Ich hoffe nicht, dass das irgendwann da hinten runterfällt, wenn ich das jetzt hochkippe. Weil wir müssen jetzt diese beiden hier, die beiden grauen hier, die wir im Relais haben, die müssen hier auf das Cut-Kabel. Und die beiden hier, einmal der graue und der violette, die kommen jetzt dann, der graue ist ja der 24 Volt, der kommt da oben mit auf den Plus und der violette kommt da hinten auf die Nummer 6 drauf. Das muss ich noch gucken, ob ich das irgendwie lösen kann, dass ich das so gehalten kriege. Beim Anschließen müssen wir ein bisschen die Ecke, passt mein Kopf da durch. Ja, nur wie ich das gleich senkrecht gehalten kriege, das stelle ich mir gerade schon die Frage. So, violett. Und der kommt da rein und dann haben wir noch den grauen, der kommt da oben auf die 24 Volt. Ups, ja. So, und jetzt müssen wir hier rüber. Das ist die Frage. Da ist der Haken und da ist das Blech. Oh, wir können ja erst auf der einen Seite einhängen, dann auf der anderen. Das würde ja auch gehen wahrscheinlich. Geht. Da ist der Haken und da ist das Blech. Sehr schön. Und jetzt gucken wir mal. Nehmen wir mal die ganzen Handtücher hier weg. So. Und machen mal die Folie ab.
Jetzt seht ihr, wie die Kamera aussieht, für die, die es nicht wissen. Perfekt. So, und jetzt müssen wir uns um den Elektrogramm kümmern. Also hier unten seht ihr auch die Uhr, die Digitalanzeige für die Uhr. Und hier neben ist der Touch-Taster zum Berühren. Ne? Und hier sind noch diese Felder, die dann leuchten seitlich. Ne? Oben die Lampe kennt ihr ja. Gut, machen wir hier oben gleich noch sauber. Und dann gehen wir an das Elektrische jetzt mal dran, dass wir da mal Suppe drauf haben. So sind wir hier im Schaltschrank. Und zwar gucken wir jetzt gerade mal hier oben. Was haben wir hier? Und zwar machen wir als allererstes das Steuerkabel, was wir haben von dem Spiegel. So, da gucken wir gerade mit unserer schlauen Liste. Und zwar ist das auf der fünften Platine ist der Spiegel. Und dazu nehmen wir uns jetzt hier ein Quadrat. So, die fünfte Platine. Und wir gehen dann hier auf den digitalen Eingang von der Extension. Sehr kurzer Weg. So, und ein paar Hülschen drauf machen. So. So, und zwar fünfte Platine. Jetzt ist es ja so, hatte ich ja mal erklärt. Wenn wir hier nur 24 Volt mit drauf haben, das heißt, das erkläre ich euch jetzt gleich. Also ich kürze das hier gerade noch ein bisschen ein. Das heißt, wir legen, wenn wir den ersten Jumper hier oben jetzt gleich stecken, legen wir 24 Volt auf die orange Ader. Und die geht ja oben auf unser Koppelrelais. Und dann kommt die weiße Ader zurück und geht dann hier auf unseren digitalen Eingang. Das heißt, das machen wir jetzt direkt. So, Schublädchen. So, Sicherung. Wo ist sie? Dann Sicherung. So, das heißt, wir machen jetzt die Feinsicherung hier rein. Und legen nur auf den ersten, stecken wir den Jumper, das heißt mit dem ersten Jumper legen wir 24 Volt, die hier vorne eingespeist werden, legen wir auf orange. Der weiße Draht kommt ja von unserem Relais zurück. Wir stecken keinen Jumper, sondern wir schließen hier unten den Draht an. Das heißt, 24 Volt gehen hoch. Wenn man oben das Relais oben schaltet, kommt mit dem weißen Draht Spannung zurück. Die geht hier raus und geht hier auf unseren digitalen Eingang. Und hier bei der normalen Extension ist ja so, die ersten zwei haben 24 Volt Dauerspannung und dann geht der digitale Eingang los. Das heißt, dann haben wir das schon mal drauf von dem Taster. So, dann braucht der Spiegel ja 230 Volt. Und zwar, das ist ja alles hier von der Wohnung. Die ganzen Automaten. So, und dann machen wir es jetzt so. Wir machen jetzt, normalerweise bei den Automaten lege ich das meistens vorher schon fest. Hierbei jetzt nicht, weil wir hier sehr variabel bauen. Aber ich will euch mal ein bisschen zeigen, wie man hier so ein bisschen variabel baut, so Stück für Stück. So wie ich Stück für Stück die Wohnung baue. So, hier haben wir einen Automat frei, einen B16er. So, da gehen wir dann hier oben drauf mit 1,5 Quadrat. So, irgendwie hängt er so komisch da drin. Ja, jetzt haben wir ihn recht drin. So, und jetzt gehen wir, jetzt machen wir erstmal die Kanaldeckel wieder auf. Die hatte ich letztes Mal zugemacht. Für ein Foto. So, unsere Deckel wieder auf. So, Schublade kann man auch wieder zumachen. So, und jetzt geht es um Folgendes. So, und jetzt gehen wir nämlich, so, wir haben ja einmal die Dauerspannung, die wir brauchen, für den Spiegel zu versorgen, und wir haben die geschaltete Spiegelheizung. So, und dafür, die hat 100 Watt, also nichts Weltbewegendes,
Aber wir nehmen trotzdem ein Relais von der Relais Extension. Das heißt, wir gehen jetzt auf ein Relais, machen eine doppelte Hülse drauf. Das war die Dings. Unsere Presszange. So. So, doppelte Hülse. So. So, und gehen von da aus dann weiter so und dann gehen wir hier hoch drin. So, das ist eine Dauerspannung, und zwar hiervon ist das das vorletzte Kabel. So, das legen wir dann hinten auf den braunen Draht, das ist ja Dauerspannung. Ups, falsch aus dem Schrank raus. So, das vorletzte Kabel war das ja. So, das heißt, dann mal Dauerspannung auf den braunen. Und jetzt holen wir uns von dem Relais. Hier haben wir das Relais, wo vorne jetzt die Spannung hier drauf liegt auf dem Stecker. So, und wenn das Relais schaltet, damit können wir unsere Spiegelheizung einschalten. Und da gehen wir jetzt dann von diesem Relais hier aus. Tun wir dann die 230 Volt dann durchschalten. Das heißt, mit der Spiegelheizung starten. Und gehen dann hoch auf den schwarzen Draht von diesem Kabel. So, und zwar erst komplett der braune und dann kommt vorne der schwarze. Ich sehe nur gerade, ich habe eben einen Fehler gemacht. Ich habe es gar nicht auf den braunen gelegt. So, ich habe es auf den grauen gelegt, ich pack das. So, und jetzt legen wir es dann hier auf den schwarzen, das geschaltete. So, wo wir brauchen, wir eine Spiegelheizung, ganz einfach, dann beschlägt er eben nicht so schnell, wenn wir da drin mal duschen. Oder badet, je nachdem. Das habe ich gerade vergessen aufzunehmen. Und zwar, ich habe jetzt hier noch bei dem Dimmer, also bei dem Netzteil, wo diese beiden Dimmer dranhängen, vom Munzer, von den Stripes, habe ich noch Platz für den Stripe. Und das habe ich jetzt praktisch hier noch ein Stecker fertig gemacht. Und jetzt machen wir hier auch wieder, wie bei den vorherigen Videos, für den Stripe um den Spiegel rum, grau und vier lilane für die Farben. Die machen wir jetzt mal, bereite ich mal gerade vor. So. Ich habe jetzt den Stecker hier oben abgezogen, hier oben drauf. Habe die Drähte mal vorbereitet, ich schließe mir die erstmal an. Vorne der erste ist ja 24 Volt. Dann mache ich den grauen hin. So, und dann legen wir dann jetzt hier die vier Farben auf. Das heißt, der nächste ist dann der weiße. Dann kommt der blaue. Und dann der grüne. Und dann der letzte ist der rote. So, jetzt haben wir den Stecker jetzt hier drauf. Jetzt kann nämlich nichts passieren, wenn das jetzt hier so rumbaumelt. Kann egal wo gegenfallen, braucht mir keinen Kurzschluss. So, jetzt tun wir dann als erstes mal den grauen dann oben auflegen. Da hängen wir uns die Drähte mal gerade irgendwo hier rein. So, und zwar
Kabel, was hier zwischen ist. So, da gehen wir jetzt hinten auf die Nummer 1 mit dem grauen. Nummer 1 von dem 715 hier oben, meine ich jetzt damit. So, dann als nächstes kommt der warmweiße. Der kommt dann davor, das ist die Nummer 2. Ups, hab ich auch komplett aufgepasst. Eins daneben, da haben wir immer einen frei, die Nummer 6, die brauchen wir erst gleich. So, so, da ist die Nummer 2. Also den brauchen wir jetzt mal davon, den letzten. So, das habe ich euch, zeige ich euch gleich. Haben wir ja oben, den haben wir oben verwendet. So, dann das nächste Kabel ist dann wieder hinten. Grüne, der ist hier vorne. So. Und der, was der die Farbe Rot, die kommt jetzt da hinten hin. So. So, das heißt, dann wäre es praktisch der Dimmer, der Stripe startklar. Aber, ich lege meinen Stecker erstmal hier oben drüber hängen. Jetzt legen wir noch gerade den sechsten Draht hier oben auf. Den wir ja noch dimmen wollen. So, dann hängen wir uns erstmal hier nebenhin. Dann erkläre ich euch das mal. So, was ich jetzt gerade noch gemacht habe, ich habe jetzt zwei Dimmer. Habe ich jetzt Stecker für vorgesehen. Die können wir jetzt auch schon mal drauf machen auf die Dimmer. So, da blinkt jetzt der Dimmer. So. Und der nächste Dimmer. So, und zwar die erste Klemme bei dem Dimmer hier vorne, die ist komplett durchgeschaltet, die 24 Volt hier nach unten drauf. Das heißt, beim nächsten Dimmer, den wir jetzt brauchen, für diesen anderen Kanal, für oben das Licht drüber zu schalten, brauchen wir jetzt nicht nochmal extra eine Brücke oder sowas reinzumachen. Das ist intern schon gebrückt. Das heißt, bei diesem Dimmer hier schließen wir jetzt einfach den Kanal hier an. Das ist in dem Fall der Warmweise. Wir werden diesen Dimmer dann als Einzelkanal-Dimmer programmieren. Das heißt, wir haben noch drei Kanäle frei, wo wir dann noch vereinzelte Kleinigkeiten drauf machen können. Nicht mehr zu viel, weil wir haben ja schon einiges auf dem Netzteil drauf. Immer gucken, wie groß das Netzteil ist. Wir haben ein 10 Ampere Netzteil drauf, da hängen jetzt schon ein paar Stripes drauf. Und jetzt das kleine Stückchen Stripe, da können wir auf jeden Fall dann noch schön erweitern. Wenn wir jetzt den nächsten Stripe dran machen, können wir hier auch wieder mit den grauen auflegen, mit 24 Volt und können irgendwo drauf gehen. Aber so ist es jetzt, der 24 Volt hier ist ja durchgeschaltet nach da und der 24 Volt hier ist ja nicht hier oben durchgeschaltet, ist unbelegt, aber wir haben ja in dem Spiegel die 24 Volt vorhanden, durch diesen Draht hier von der Ader Nummer 1, ne? So, und das Ganze gehen wir jetzt natürlich mal programmieren in der Config, wie das alles so geht. So, wie ihr jetzt sehen könnt beim Spiegel, die Uhrzeit war schon ab Werk wohl voreingestellt. Das funktioniert, da heißt die Uhrzeit, die läuft hier. Und hier ist jetzt der beleuchtete Taster, das könnt ihr hören. Da schaltet unser Relais dahinter. Und das können wir jetzt da wunderbar jetzt alles reinprogrammieren. So, wir sind jetzt wieder in der Config
Und jetzt gucken wir mal, wie wir das jetzt hier alles zusammenbasteln. Und zwar als allererstes gehen wir jetzt auf unsere Tri-Extension. So. Und gehen hier oben auf Drehgerätesuche. Jetzt haben wir zwei Dimmer gefunden. So, jetzt klicken wir mal da drauf. Jetzt gucken wir mal, ob jetzt irgendwas blinkt. So, da blinkt jetzt die Spiegelleuchte. So, das heißt, den tun wir jetzt hier als Bad erstmal zuordnen und nennen, den jetzt lernen wir jetzt ein. So, und jetzt gehen wir hier wieder raus. So, da ist er. So, und diesen werden wir jetzt umändern, hier neben nicht als Smart Aktor, sondern als Smart Einzelkanäle. So, und dann hat man nämlich alle Kanäle hier und tun diesen Kanal jetzt hier drauf schieben aufs Bad und nennen diesen Kanal Lichtkreise. Das ist hier alles nicht richtig beschriftet, aber den können wir jetzt direkt mal richtig hier nennen. So, dieser Kanal, das ist jetzt Spiegelleuchte. Okay. So, jetzt gehen wir wieder auf die Tri-Extension, Tri-Geräte-Suche. So, jetzt ist der andere Dimmer, den tun wir jetzt auch in den Raum, in das Bad. Können hier auch Plus drücken, eben kommen wir auf Einlernen drücken, das kann man nämlich hier folgendermaßen machen. Wenn man jetzt hier meine Tri-Geräte ausblenden macht, dann klickt man einfach dann hier oben auf Einlernen. So, das machen wir wieder zu. So, und jetzt haben wir den nächsten hier. Den hängen wir jetzt hier dran. Das ist ein RGBW-Dimmer. So, jetzt gehen wir wieder auf Lichtkreise und beschriften den. Das ist jetzt Spiegel indirekt. Zack. So. Und dann gehen wir, dann haben wir die schon mal drin. Jetzt gehen wir, da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt so auf Anhieb jetzt funktioniert, weil ich weiß nicht, da gibt es ja so eine gewisse Zeit, die ein Drehgerät nur aktiv ist für das Suchen. Jetzt gucken wir, ob wir es finden. Ansonsten müssen wir die Spannung nochmal ausschalten und müssen nochmal neu starten, ob er jetzt den Dimmer hinten drin findet, den wir da reingemacht haben. Sieht nicht so danach aus. Das heißt, wir werden jetzt erstmal dann die Spannung wegschalten und werden nochmal neu starten. Und zwar geht es darum, der Drehdimmer, die Ehrgeräte, die Stromversorgten auch oder die Batterieversorgten, wenn man die im Einlernmodus hat, sind nur eine gewisse Zeit im Einlernmodus und danach funktionieren die nicht mehr richtig. Danach lassen die nicht mehr einlernen. Nicht funktioniert richtig, dann lassen die nicht mehr einlernen. Und jetzt gehen wir erstmal runter und werden jetzt nochmal die Spannung von dem Spiegel abschalten. So, und jetzt sollte er eigentlich irgendwann diesen Dimmer mal finden. Gerade mal rausgehen, das dauert nämlich ein bisschen, und zwar wenn er innerhalb von so vielen Minuten kein neues Gerät findet, geht er nochmal in den Lernmodus. So, was wir trotzdem jetzt schon mal in der Zeit machen können, und zwar auf unserer ersten Relais-Extension, und zwar auf dem Ausgang 9, den beschriften wir gerade, da ist ja jetzt diese Spiegelheizung drauf. Spiegelheizung. So, und die Spiegelheizung werden wir ja mit dem Licht auch schalten. Das heißt, können wir jetzt erstmal mit Licht schalten, können wir auch später nochmal anders schalten. So, das heißt, jetzt müsste er auch hier drin, Lichtkreise, Spiegelheizung hat er sich behalten. Das haben wir jetzt drin. So, und jetzt gehen wir nochmal auf unsere Airbase. Gehen nochmal auf Gerätesuche.
Noch tut's da nichts. Da ist er. Da haben wir ihn endlich. Jetzt hat er gesagt, ich finde kein anderen Miniserver, jetzt bin ich bereit. Einlernen. So, und jetzt tun wir den erst direkt mal in den Miniserver speichern. Dieses Fenster, was immer aufkommt, aufräumen jetzt nicht, das lassen wir mal. Weil das können wir später mal machen, diese feine Feintuning und sowas. So. So, jetzt ist er hier drin. So, und diesen Dimmer, den hängen wir jetzt. Das ist auch ein Einzelkanal, Dimmer halt, falsch. Jetzt muss ich das hier auch umschalten als Smart Einzelkanäle. Ah, der blinkt schon direkt, der wird gerade aktualisiert schon. So, und zwar wollen wir den Aktor 1, wollen wir ja jetzt hier auch machen. So, das ist dann der Aktor 1. Muss ich überlegen, ist das auch Aktor 1 dann? Sehen wir es gleich. Das ist jetzt Spiegel innen. Speichern. Zumachen, so, genau. So, und jetzt sagen wir das Ganze nochmal in den Miniserver speichern. So, und jetzt haben wir noch unseren schlauen Taster auf dem digitalen Eingang. Und zwar auf der ersten Extension. Digitale Eingänge, Eingang 1, das ist jetzt Schalter, ist ja ein Schalter, ne? Schalter, Spiegel. So, den Spiegelschalter ziehen wir uns jetzt hier rein. Und jetzt gibt es einen Baustein F5, der heißt Tastschalter. Wandelt ein Schalter in eine Taste um und erzeugt jedes Mal einen Impuls. Ne? So, den ziehen wir uns jetzt, ne? Hallo, will er nicht. Also noch von vorne, F5, Tastschalter. Boah, wieso? Also da oben ist er abgehauen. Er ist einfach abgehauen. Jetzt müssen wir gerade mal hier Bausteine ausrichten. So, und da ist er. So. Hier legen wir es hier vorne. Hier legen wir es hier vorne auf TR. Ne? So, was wichtig ist, dass man den nicht irgendwo visualisiert oder sowas, sondern wir wollen, wenn man hier drückt, einfach kommt dann ein kurzer Impuls raus. So, und den legen wir jetzt auch auf T5.1. Können wir erstmal machen. Das würde bedeuten, wenn man den drückt, kann man auch das Raumlicht ganz normal mitschalten. Aber da können wir ja was, lassen wir uns was anderes einfallen, dann machen wir das anders. Wir machen jetzt hier Plus. Wir legen ihn jetzt auf T5.2. So, und jetzt legen wir uns mal eine Stimmung hier noch weiter an. Erstmal ein paar Stimmungen anlegen. Das heißt, jetzt machen wir erstmal Stimmung, zum Beispiel Duschen. Nehmen wir es einfach mal als Stimmung. So, dann nehmen wir eine Stimmung Waschbecken. So. Ihr seht ja hinten, beim Duschen ist der erste, der vorgewählt ist. Und als zweites kennt das Waschbecken. So. Und jetzt, da kann man jetzt mit ein bisschen mit spielen. Und zwar dann, wo der Taster wird immer auf das Waschbecken reagieren. Jetzt kann man auch sagen, dass das nicht bei Plus mit einbezogen werden soll. Dass nur ein Waschbecken das wirklich nur so angeht. Aber das kann man alles noch ein bisschen mit spielen. Also ein bisschen mit spielen. So, aber wir tun jetzt erstmal hier oben das aus, ganz nach unten. Und das Viellicht tun wir auch weiter runter schieben. So, jetzt sagen wir mal, bei Waschbecken ist ja der Eingang T5.2. So, wenn das Waschbecken an ist, möchten wir gerne, dass die Spiegelleuchte auf 50%, die soll dann 80%, können wir das ein bisschen ausprobieren. Spiegel indirekt hätten wir ganz gerne in Orange. Da kann man ein bisschen spielen. Die Spiegelheizung soll dann, die brauchen wir nur beim Duschen, beim Waschbecken brauchen wir keine Spiegelheizung jetzt erstmal. Wenn man das die Szene aus, die Stimmung auswählt und der Spiegel innen soll auch 80% an sein. Und an der Decke aus.
So, da speichern wir jetzt rein. Alles eins haben wir noch vergessen. Und zwar, wenn ich jetzt den Doppelklick drauf mache, und zwar, wenn man hier auf Automatik geht, was soll passieren, wenn der Bewegungsmelder reagiert? Momentan im aktuellen Betriebsmodus ist beliebig. Wir haben noch keine weiteren angelegt. Der soll dann das Duschen aktivieren und nicht das Waschbecken, wenn man reinkommt. Oder wir können auch Waschbecken anlegen bei Bewegungsmelderstimmung, wenn man auch variabel. Kann man alles machen, alles nach Wunsch. Ne? So, und speichern das auch noch rein. Achso, noch nicht alle erreichbar. Jetzt schon. So, zack, reingespeichert. Das ist das Schöne beim neuen Miniserver V2, dass es so rasend schnell geht. Gegenüber dem V1, weil hier alles viel, viel einfacher ist. So, und jetzt werden wir den ganzen Spaß mal ein bisschen ausprobieren. So, jetzt nehmen wir unseren Laptop dann mal mit. Jetzt gehen wir als allererstes, gehen wir dann jetzt mal in den Testmodus. Test. Und sagen, wir hätten gern unser Webinterface mit lokaler Adresse aufgerufen. So, jetzt sind wir ja hier in der quasi App. So, jetzt sind wir hier im Bad und jetzt gehen wir auf das Bad. Da können wir erstmal ein bisschen spielen hier. Mehr. Jetzt gucken wir uns erstmal an, ob wir die richtigen Ausgänge alle belegt haben. So, Spiegel indirekt. So, jetzt gucken wir, ob die Farben alle stimmen. Gucken wir uns erstmal jetzt durch. So, Rot, Grün, Blau. So, dann könnt ihr es auch Vollgas machen mal, weil dann könnt ihr es besser sehen, dann flimmert es nicht so. Grün, Rot, so und warm weiß. Ne? So, das sieht ja schon mal sehr schön aus. Ne? So, und jetzt gehen wir auf die Spiegelleuchte. Da oben ist am Leuchten. Das kann ich schon wunderbar hier auch dimmen, die Spiegelleuchte. Wir können die Deckenspots mal ausmachen. Da habe ich mir dann eigentlich zwei Stück, das wird nachher einfach ein Kreis werden. Das kann man noch ein bisschen spielen. So. So, das Hintergrundlicht können wir ein bisschen dunkler machen. So, und können das Hintergrundlicht auch ein bisschen farbig zum Beispiel machen. So, und jetzt wollen wir noch gucken, jetzt im Spiegel, Spiegel innen, da tut sich quasi nichts. So, Spiegel innen tut sich gar nichts. So, das heißt, wir gehen nochmal auf, wollen wir den Dimmer, den Air-Dimmer. Den haben wir ja, der ist alles so am Updaten, deshalb. Die blinken nämlich, wie man sieht. Das heißt, also ist eigentlich schon irgendwo richtig angeschlossen, aber der macht gerade ein Update. Jetzt gehen wir gerade mal auf den Gerätestatus. Er macht noch gerade ein Versionsupdate. So, was wir mal testen können ist. Es ist nämlich der vierte Kanal und nicht der erste Kanal. Das bedeutet. Wir machen den jetzt hier weg. Wenn ich auf den vierten Kanal klicke, blinkt nämlich alles. Das Coole ist mit dem Blinken, das gab es früher bei Luxon nicht so. Aber ich finde das genial, das ist eine super Lösung, um irgendwo Fehler zu finden. So, Lichtkreise, Spiegel innen passt noch. So, und jetzt, was wir jetzt auch machen können, ganz so, das können wir erstmal speichern, genau. So, Air-Geräte tun auch wesentlich langsamer updaten als ein Drehgerät, klar, weil es ist ja so eine Vorschrift, dass man nicht, in Deutschland ist es so, man darf nicht dauerhaft senden, sondern man muss zyklisch senden. So, jetzt können wir hiermit mal spielen. Jetzt ist die Stimmung Spiegel getriggert.
aus. So sagen kann man es hier wunderbar spielen. Ich klappe einmal frei, dass man hier so ein paar Spielereien machen kann. Was ist los, Teddy? Hier ist was Neues, gell? Hm? Ja. So, haben wir das schon mal perfekt am Laufen. Und da können wir noch ein bisschen spielen. Das zeige ich euch am nächsten Mal, was wir jetzt machen können. Lass uns jetzt gucken, wir können Live-View starten. Hier ist jetzt die Spiegelheizung, ist jetzt aus. Weil jetzt haben wir, welche Stimmung haben wir jetzt aktiv? Jetzt gucken wir mal, haben wir beim Waschbecken, haben wir die Spiegelheizung aus. Die haben wir nur beim Duschen, haben wir die einen. So. T5-2. So, und jetzt, was haben wir gesagt? Also wir haben die Stimmung beim Duschen ja noch gar nicht. Beim Duschen ist ja alles aus. Das heißt, beim Duschen muss die Heizung an sein. Beim Duschen können wir innen, der Spiegel kann aus sein. Spiegel indirekt könnten wir ein bisschen was machen. Da können wir zum Beispiel sagen, von mir aus, das ist jetzt grün. Und an der Decke, machen wir erstmal gerade zum Spaß jetzt, so dieser eine Spot, den machen wir jetzt mal in Orange an. So, und die Spiegellösch kann beim Duschen auch aus sein. So, und jetzt haben wir dann verschiedene Stimmungen, die wir dann durchtriggern. So, Miniserver startet Link. So, und jetzt können wir dann mal durchschalten. Und jetzt haben wir eine andere Stimmung. Was natürlich nicht gehen wird, ist ein Doppelklick. Doch, funktioniert. Reicht sogar aus. Perfekt. So, und so kann man nämlich hier wunderbar das testen. Und jetzt könnten wir dann auch mal bei der Stimmung Waschbecken, das war ja die hier, ist die an ist, ne? War das die oder was die nächste? Bei Stimmung Duschen war ja jetzt die Spiegelheizung mit an. Jetzt haben wir gerade kein Infrarotthermometer, um das zu testen. Aber da kann man dann mal gucken, wenn der warm wird, das kann man ja fühlen dann, dass der jetzt auch mit durchschaltet. Kann man damit auch testen. Ja, wunderbar, klappt einwandfrei. Habt ihr gesehen, wie man mal so einen normalen Spiegel ein bisschen umbauen kann, den man so zukaufen kann. Hier unten könnte ich mal gucken, wenn ich das ein bisschen dichter noch dran kriege, dass ich es irgendwie unten noch befestige, dann sieht man den Schatten nicht so ganz hier drin. Aber es ist eigentlich so ganz angenehm so. Und so halt eben, weil das Auslassen hier hinten drin und so matt kriegen, also mit Sandstrahlen und sowas alles, das ist unwahrscheinlich schwer, das selber zu machen, auch hier so Felder hier neben. Aber da könnt ihr auf jeden Fall so einen Spiegel kaufen, einfach umbauen, also mir hat Spaß gemacht. Und jetzt muss ich noch halt eben an der Decke die Spots noch fertig machen und so Sachen, dass wir Stück für Stück vorankommen. Und noch eine ganze Menge Kleinigkeiten, wir haben ja noch viel zu basteln.